Hallo there, willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder und heute mit den Briten auf 6-3. Ja, das Let's Play geht weiter. Wir fahren heute ein paar Briten, nämlich den FV, der ziemlich cool ist. Der Rattle, der irgendwie immer unterschätzt wird. Man sieht ihn kaum, dabei ist er mit der 90er gar nicht so schlecht. Gut, ein M109 kann man immer mal gebrauchen. Und dem wirklich ganz guten Flanker, dem Chariot hier. Und Geschichten gibt es zu dem Chariot, dem Rattle und dem FV. Und ich habe es diesmal ein bisschen anders gemacht, wie ihr gleich sehen werdet. Ich habe es nämlich voraufgenommen, habe so ein paar Sachen, Bilder runtergeschnitten. Sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Also, wenn ihr das gesehen habt. Ich bin gespannt, aber jetzt gibt es erstmal dann die FV-Geschichte. In den späten 40ern und nach dem Debüt des IS-3 hatte man in Großbritannien die Sorge, dass die Sowjets weiterhin schwere Panzer mit starker Panzerung bauen würden. Man forderte daher, dass die Rüstungsindustrie eine Kanone entwickelte, die eine 60 Grad geneigte Panzerung mit 152 mm Dicke auf 1800 Metern zerstören konnte. Das führte dazu, dass die Ordnance Quick Firing 183 mm Tank L4 Gun entwickelt wurde. Der eigentliche Plan war es, die Kanone auf dem Tank Heavy Nummer 283 mm Gun FV 215 einzusetzen. Dieser war aber weit davon entfernt, fertig zu sein. Also suchte man nach Möglichkeiten, die Kanone zu nutzen, falls der Kalte Krieg kurzfristig heiß wird. Das FV-4005-Projekt war gestartet. Es gab drei fertige Prototypen, einen aus Stage 1 und zwei aus unserer Stage 2, inoffiziell Centaure genannt. Während der Entwicklung der Kanone bekam sie den Namen Project Lilywhite, was einfach ein Code war für experimentelle Projekte. Offiziell akzeptiert wurde die Kanone im Dezember 1952. Jetzt musste man die Kanone nur noch irgendwo draufsetzen. Man entschied sich dafür das Chassis des Centurion Mark III, denn davon hatte man zu dem Zeitpunkt genügend. Da die L4-Kanone eine Menge Platz brauchte, entschied man sich beim Stage-1-Prototypen den Kampfraum wegzulassen, um die Kanone offen auf dem Chassis testen zu können. Die Kanone konnte sich um 360 Grad drehen, aber schießen durfte sie nur in einem schmalen Winkel nach vorne oder hinten. Außerdem hatte Stage 1 noch ein Assistant-Loader-System, was half, die 1,44 Meter lange und 105,5 Kilo schwere Hechtgranate schussfertig zu machen. Stage 2 bekam einen Kampfraum, der die Crew vor Kleinkaliberfeuer und Schrapnellen schützen sollte. Mehr war aus Gewichtsgründen nicht drin, aber der FV-4005 sollte eh nicht an vorderster Front stehen. Aufgrund des begrenzten Platzes wurde das Assistant-Loader-System aber wieder entfernt. Obwohl die Tests mehr als zufriedenstellend verliefen, änderte man die Politik zu leichteren, schnelleren Fahrzeugen. Dass die Sowjets ihre angsteinflößenden schweren Panzer auch nur in kleinen Stückzahlen bauten, besiegelte das Schicksal von FV-4005 und FV-215 ebenfalls. Beim jetzigen Tankfest wurden in Bovington ein komplett restaurierter 4005 der Öffentlichkeit präsentiert. So, und dann gehen wir mal in die Schlacht. Wie gesagt, sagt mal eure Meinung gerne mal dazu. Werde mich halt gerne nach euch richten, ob das einfach vorlesen reicht oder ob ihr lieber ein paar Bilder drunter haben wollt. Auch wenn es halt nur Bilder aus einer eigenen Schlacht sind, die ich dann erstelle. Okay. 6-7er Runde. Ich starte mal mit dem Chariot hier. Einfach wegen seines Flanking-Potenzials vielleicht so ein bisschen hier runterfahren. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ich könnte theoretisch auch die Mark 8 nehmen, aber komm, wir nehmen die APDS, ne? APDS und so. Geht schon. Die wird mich heute nicht im Stich lassen. So, ich fahre direkt ein bisschen runter, werde versuchen, die Hügel so ein bisschen zu meinem Schutz zu nehmen. Na gut, jetzt fahre ich hoch. Ich habe gehofft, hier geht direkt ein Weg nach Süden, aber nee, der führt mich im Endeffekt ein, wo ich nicht so gerne hin möchte. Ihr seht schon, der Chariot hier als wirklich ganz guter Flanker. Der ist da auch relativ fix, also der muss sich da nicht verstecken. Kanone ist eh toppig. Selbst wenn ich jetzt die Maschott Mark 8 nutzen würde. Da, jetzt bin ich wieder da ein bisschen weiter unten, was ich ganz gut finde. Okay, das haben wir im Gegnerteam. Schon 16 sind auf meiner Seite. Ich wollte eigentlich auf Tiger 2 schießen. Also danke, Spiel, dass du mir diesen Spaß verwehrst. Ich hasse dich.
Ja, aber Gaijin gönnt einem halt nichts, ne? Kennt man ja. Ich habe einen Puma bei mir, ja. Aber mit seiner 50er ist er jetzt nicht der krasse Puma. Wäre es der Pack-Puma, wäre ich, glaube ich, ein bisschen eher beeindruckt. Aber mit der 50er wird er wahrscheinlich auch bei vielen der Zielen gar nicht mehr so durchkommen. Da hinten ist was geradeaus angezeigt. Auf der Karte. Hinter der Karte. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Anzeigefehler ist oder ob der Puma da was gescoutet hat. Ich fahre mal lieber. Zumindest bewegt es sich nicht und ich sehe es auch nicht. Ich bleibe trotzdem jetzt mal hier unten. Hoffe, dass der Puma mir den braven Scout spielt. Ah, es ist nur okay. Es sind nur Bäume. So aus der Feldperson dachte ich gerade. Oha, oha, oha. Aber nee. Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt hier durchfahren werde. Also die Anzeige ist immer noch da. Ich denke, es ist immer noch ein Fehler. So langsam denke ich das wirklich. Gucken wir mal, ob wir da was sehen. Oh ja, das zum Beispiel. Und dann kommen wir dann Ladeschütze. Einmal ruhig ein bisschen durchschießen, ist okay. Hey, Abschlusshilfe. Charge complete. Oh yes, sehr gut. Mein Headset ist wieder aufgeladen. Theoretisch könnte ich jetzt umstecken auf Wireless Headset, aber während der Aufnahme ist das ein bisschen blöd. Deswegen bleibt das jetzt so. Okay, bisher sind noch gar nicht so viele Abschüsse gefallen. 7-2 erst. Den sehe ich nicht mehr. Da schießt einer, aber der ist für mich hinterm Hügel. Er hat leider auch diesen Oldschool-britischen Rückwärtsgang. Das ist jetzt nicht so geil. Jetzt gucken, kann ich dahinter Artillerie werfen? Oh, kann ich sogar. Ah ja, stimmt, das ist ja die andere Kartenvariante. Ich dachte, ich wäre jetzt schon am Spawn, aber... Nee. Diese Variante ist ja ein bisschen anders. Jetzt ist er da hochgekommen. Dann guckt er in meine Richtung. Hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen, oder? Macht jetzt auch nichts mehr. Er kann nämlich nicht mehr schießen. Ah, bitte tut ihm da mal weh, irgendwie mit Artillerie. Ja, sie macht aber nicht das, was ich von ihr verlange. Ich verlange Kills, Artillerie, Kills. Niederhalten kann ich Gegner selber. Okay, jetzt muss ich hier mal schauen. Ich brauche eine Stelle, wo ich mich so ein bisschen abschirmen kann. Quasi Hull down. Habe ich den für eine Gun Depression? Minus 5 nur. Okay, ja. Das ist jetzt gar nicht mal so geil. Jetzt gucke ich hier mal, wo ich hier irgendwie was sehen kann. Also haben sie abschlussmäßig da voll aufgeholt. Ist auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte lieber, dass die das nicht machen. Jetzt bin ich hier nämlich gerade, wenn die nicht vorstoßen,
relativ nutzlos. Aber dann werde ich halt gucken, dass ich... Aua, mich da rein... Und habe ich überhaupt nicht gesehen oder gehört. Okay. Ich glaube, ich war gerade mega blind. Was nehmen wir denn dann? Komm, fahren wir M109. Entweder mega blind oder mega taub oder ja, wahrscheinlich beides. Und wieso habe ich denn Dings dabei? Die mag ich doch nicht. Oh, ich habe nicht. Ich habe alles dabei. Das ist ja gar nicht mal so geil. Weiß, viele von euch schreien da jetzt bestimmt, nutzt sie doch gegen Flugzeuge. Nein, das funktioniert nicht. Ich kann das nicht. Ich hab's versucht, ich hab's immer wieder probiert. Und wenn ich kein großartiges Glück habe, wird da nichts gehen. Deswegen nehme ich hier was 50k. Obwohl ich damit auch nichts treffe, wie ihr gerade seht. Es ist auch nicht besser. Ich glaube, ich lasse es am besten ganz. Und da schießt jemand auf mich. Komm, fahr weg. Es wäre nett, wenn du mir ungefähr anzeigst, wie weit das ist. Wir haben keine Ahnung, was jetzt da war. Au. Fängt ja schon wieder super an, diese Aufnahme. Guck mal, ob ich als Plug irgendwie was machen kann, wenn die hier schon rumheizen. Geht er genau da weiter, wo es aufgehört hat, in der Aufnahme vom Donnerstag. Also aktuell War Thunder und ich, wir sind keine Freunde, so gar nicht. War Thunder hasst mich im Moment, warum auch immer, und ich hasse War Thunder. Also ja, wo hätten wir jetzt? Lad das bitte schnell nach. Wir haben 6. Tor, ich habe eine Abschlusshilfe bekommen. Das ist aber nett. Ach, fliegt doch nicht so weit oben. Komme ich doch nicht dran. Ja, wenigstens gegen Flugzeuge können wir was machen. Oh, das war jetzt wieder... Uhu, da war ich leer. Mann, das war wieder Glück. Und die haben noch mehr Flugzeuge. Aber das ist jetzt wohl eine Anti-Air-Folge für den Bosswag. Oh. Da komme ich nicht dran, wo der steht. Ich brauche meinen Fahrer wieder. Das wäre sehr freundlich. Danke. Wir haben doch Panzer in der Nähe. Möchte einer von euch da vielleicht... Okay, danke. Intervenieren. Aber ja, da wollte einer intervenieren. Ich stehe hier echt nicht gut.
Oh, der ist sogar direkt bei uns. Das ist ja frech. Komm, wir mal den Ratel. Oder? Na, ja, der V, der ist zu langsam, um mit ihm in die Stadt zu fahren. Und jetzt auch nichts. Irgendwie, womit man schnell mal dahin kommt. Würde ich lieber auf einer kleineren Map spielen. So, Südflanke ist komplett offen, ich fahre da mal hin. Ist unser Flugzeug diesmal. Ich habe mich echt gewundert, wir haben ja schon einige Flugzeuge abgeschossen, dass sie immer noch Flugzeuge haben. Das müsste doch mal langsam ihre komplette Luftwaffe sein. Dann war es bis jetzt ziemlich ruhig von da oben, von der Flanke hier. Vielleicht ist ja keiner von denen hochgefahren bisher. Ja, ich kann es natürlich auch voll verkacken. Wo bist du? Tank, 11 o'clock, range, 1100. Das war schon eher etwas, was mir gefällt. Okay. Das möchte ich doch viel lieber von mir sehen, als das, was ich sonst so die letzten Tage zeige. Er wird auch so 800 Meter entfernt sein. Ja, weniger. 700. Mich bitte in Ruhe. Aber ja, schön, dass die Heat gerade ein bisschen hilft. Ich kenne das ja auch sehr anders von ihr. Okay, so da, jetzt. Eben war da noch echt eine Menge Gegner, aber jetzt scheinen die langsam zu verschwinden. Lass mich bitte in Ruhe, ich habe gerade kein 50-Kal mehr, sondern noch so ein popliges 7er. Ja, sagt das doch was vor B, aber da komme ich nicht hin. Ich gucke lieber in diese Richtung hier. Da hinten zum Beispiel. Ja, die bewegt sich aber. Das war gar nicht so schlecht. Ein Meter tiefer. Gerade habe ich sie noch gelobt, ne? Gerade habe ich die Heat noch gelobt. Was habe ich jetzt davon? So. Was sind wir da?
1500. Okay. 6 Schuss habe ich noch. Gucken wir mal. Warum steht er? Er bewegt sich. Na, was haben wir denn da? Okay. Allzu viele Schüsse für sowas habe ich nicht mehr. Das ist zu hoch. Na ja, Kommandant, Ladeschütze, Turm, Drehkranz. Jetzt haben wir ungefähr die Range. Ich habe noch 2 Schuss, es wird also. Gut, Abschusshilfe, noch 1 Schuss. Ich fahre mal besser und helfe bei A. Eh nur noch 1 Schuss. Oh, und die haben auch eh keinen aktiven Spieler mehr. Na gut. Okay, aus so einem miesen Start bin ich echt noch ganz vorne gekommen. Das freut mich. Ich hatte echt keinen Bock mehr nach den ersten beiden Abschüssen. War gut. Manchmal dreht sich das Spiel dann halt, wenn man weitermacht. Und da der Ratel ja gerade so geglänzt hat, bekommt er jetzt auch seinen kleinen Geschichtsblock. Beim Ratel 90 reden wir erst über den Ratel generell, denn der Ratel war nicht nur Südafrikas erstes IFV, sondern auch der weltweit erste IFV auf Rädern. Unter dem Ratel steckte ein modifiziertes Chassis eines MAN-LKW. Der Ratel passte perfekt in die Doktrin der mobilen Kriegsführung. Das Design war simpel, ressourcenschonend und einfach zu warten, was in den Steppen Südafrikas ein Vorteil war. Er konnte da eingesetzt werden, wo vor allem Panzer wenig Sinn machten. Der erste Prototyp kam im März 1972. Die Serienproduktion der 1381 gebauten Fahrzeuge begann 1976. Der Ratel konnte in vielen verschiedenen Rollen eingesetzt werden und war leicht zu modifizieren, sei es mit 20mm Kanonen, 90mm Panzerabwehrkanonen, Mörsern oder ATGMs. Alles konnte abgedeckt werden. Belgien kaufte ebenfalls die Rechte am Prototypen und baute darauf den Sipmas. Der Ratel sollte auch in den Export gehen. Es war natürlich sehr begehrt in den Nationen, die ebenfalls mit Wüstensteppen und Ähnlichem zu tun hatten. So gingen größere Mengen an Marokko, Djibouti, Ghana, Jordanien, Rwanda, Senegal, Jemen und Sambia. In Südafrika sind heute noch über 500 im Dienst und er sah auch über die Jahre einige Konflikte in Afrika und auf der arabischen Halbinsel. Neben den schon genannten Versionen gab es auch einen mit 60mm Mörser, einen mit 80mm Mörser, einen Prototypen mit 120mm Mörsern, dazu Kommando-, Logistik- und Reparaturversionen, Artillerieunterstützungs- und Zielfindungseinheiten, den ZT-3 und Jordanien modifizierte den Ratel mit einer Twin 23mm Kanone zur Flugabwehr. Interessant, oder? Ich fand's interessant. Und cool. Und dieses belgische Ding sieht auch cool aus. Ich hoffe, wir kriegen das dann in den französischen Baum. Das wäre der Hammer. Jetzt kann ich den FV nehmen. Und nein, ich war nicht die Fischtarnung. Könnt ihr knicken. So, wir sind nicht der Schnellste. Wir haben auch, wie wir gelernt haben, nur eine Centurion Mark III Hülle. Und die muss eine Menge Gewicht tragen.
Vor allem halt dieses Waffensystem. Ich bin mal gespannt, ob Gaijin uns irgendwann auch noch den Stage 1 spendiert. Einfach nur just for fun. Das wäre sehr interessant. Oder den FV215, aber da weiß ich nicht, wie weit der war, denn das habe ich jetzt nicht geschaut. Ach, vielleicht weiß das da jemand von euch. Das Video vom Tankfest mit dem wiederfahrenden FV ist auch eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube, World of Tanks hatte, glaube ich, sogar diese Restaurationsarbeiten gesponsert oder zumindest einen Teil davon gesponsert. Was ich auch sehr nett finde. Vielleicht soll ich aus Dankbarkeit mal wieder World of Warplanes spielen. Nein, Spaß, das mache ich natürlich nicht. Na komm, ja, 28 ist auch echt nicht viel, ne? Ich dachte die ganze Zeit, komm, fahr doch, schalt doch hoch. Dann kannst du nochmal schneller fahren. Aber wo nichts ist, da kann nichts kommen, ne? Na, gucken wir mal, weil es in diesem Busch da ist. Für den Fall, dass da vorne einer kommt. Machen wir die Gleiskette. Aber das sollte fürs Team ja gar nicht so verkehrt sein. Wussten die nämlich, dass der da ist. Und in 21 Sekunden können wir auch wieder schießen. Was habe ich denn hier gerade drauf? 34,4. Okay, eine Abschusshilfe. Das ist doch gar nicht so verkehrt für den Start. Ein bisschen höher geschossen. Habe ich auch einen ganzen Kill bekommen. Ja, das kann ich knicken. Gucken wir mal, ob unsere Leute das da schaffen. Ich bewege mich einfach mal näher dran. T-44, dann geht es nicht so gut. Ich guck mal, dass ich da... Wieder kein Kill, oh mein Gott, was ist denn gerade los? Hesch, seit wann bist du so nervig? Das war sogar oben an den... an die Stirn. Ach, jetzt stirbt er natürlich. Also keine Ahnung, wieso ich den zweiten da gerade nicht bekommen habe. Eigentlich hätte der komplett aus dem Leben geflügelt werden müssen. Bei dem Treffer, aber mein erster Platz gerade... war wohl wieder zu viel für Gaijin. Schauen wir mal, was beim nächsten Mal besser funktioniert. Als er noch da ist. Ah, er ist noch da oben. Also keine Ahnung, warum der Tiger 2 da nicht gestorben ist. Der hätte übertriebenst in den Hangar gemusst nach dem Treffer. Sogar seine Kinder hat noch in den Hangar gemusst. So wie er da gerade getroffen wurde. Ja gut, dass der nicht nichts Tödliches macht, ist klar. Hat mich mit seinem Hintern gebaitet. Ich bin aber gerade wirklich, keine Ahnung, was da gerade war, aber die Hesh hätte ihn umbringen müssen, aber sowas von, also. Das war, glaube ich, gerade das RNG-Ring des Jahrhunderts. Kann ich da irgendwas tun, um zu helfen, nur wenn er weiter vorfährt. Ja, ich höre da Dinge rollen, aber...
Ich hoffe, ich kann hier helfen. Oh, fahr doch nicht zurück. Ich muss doch mal das hier tun. Okay, der ist von uns. Dann sollten wir gleich mal gucken, dass wir wieder nach A kommen, denn ich brauche Munition. Gut, Hauptsache, der geht nicht mich an. Ist da jetzt noch jemand? Nein, 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 keiner da. Nein, keiner da. Hör auf mich anzugehen. Ach, von wegen Kleinkaliberfeuer abhalten. Ja. Oh ja, wir verschwenden die Bombe noch. Das ist voll okay. Wir machen weiter mit dem M109. Ich glaube, das ist okay auf der Map. Na, ich bin immer noch der Meinung, ich hätte mindestens einen Abschuss mehr haben sollen wegen dem Tiger 2 oder halt dem Kungstiger. Der Schuss an die Stirn hätte ihn aus dem Leben nehmen sollen, müssen, tun. Aber so ist Wolfhunter halt manchmal. Warte mal, 50-Kill-Skills waren auch schon mal besser. Ja, mit der A-Punkt ist wieder uns. Jetzt können wir langsam mal gucken, dass wir Richtung B wieder was machen können. Ja, da ist was, ich sehe es aber nicht. Ja, wie gesagt, die waren mal besser. Oh, jetzt nimmt er mich von oben auseinander. Richtig nervig. Da ist einer. Oder? Du lebst doch. Oder bist du ein Gegner? Nee, du bist irgendwas anderes. Ah, ich dachte, es wäre ein Panzer. Jetzt ist mein 50 Kill auch ausgefallen. Wenn wir mal ehrlich sind, sobald der Commander raus ist, dürfte man eigentlich auch das Fernglas nicht mehr benutzen dürfen, denn es ist ja ein Commander-Fernglas. Aber ich möchte ihn jetzt nicht auf komische Ideen hier bringen. Ich meine nur. So, es war aus, was sich da komisch bewegt hat. Okay, ja, der ist raus. Ich bräuchte mal mehr Crew. Das wäre cool. Das habe ich viel zu viel Munition, glaube ich, dabei. Ja, ne? Das reicht für die Zukunft. Ist von links oder kam der von rechts? Ich glaube von links. Ich höre was geradeaus. Könnte aber auch unser Mann sein. Das klingt näher. Wo bist du? Da. Aua, es kam von hinten.
Von wo hinten? Ich möchte es gerne noch markieren, bevor ich sterbe. Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Ich sehe es nicht. Oh, es war sogar nicht mal ein kleiner Treffer. Hi. Bumm. Dachte ich mir. Was nehme ich denn jetzt? Komm, wir steigen einfach mal ins Flugzeug. Machen ein paar Revenge-Bombings. Oder sowas. Jetzt habe ich Tiger 2 geschrieben. Ich meinte eigentlich Tiger 1. Da fährt er. Theoretisch müsste da ja eine gute Bombe reichen. Oh mein Gott, dieses... Ich hätte 2 werfen sollen. Oh Gott. Ja, der werft 2, wenn ihr mit der Weibern fliegt. Ach, seine Scheiße. Das hat mich voll überrascht, dass der den Flügel dann plötzlich nach rechts runterzieht. Das war echt nicht cool. Das lag nicht an dem Treffer von dem Usch. Das lag wirklich daran, dass plötzlich das Gewicht auf der rechten Seite lag. Also, keine Ahnung. Das hat mich jetzt so überrascht, dass ich nicht mehr gegenlenken konnte. Keine Abschusshilfe. Das ist aber nett. Ein paar Punkte bräuchte ich noch. Damit ich dann auch wieder einen normalen Panzer kann. Die Ski hauen sich gegenseitig mit Artillerie raus. Sehr gut, Team. Okay, hier kriege ich keine Punkte mehr. Ja. Tut mir leid für den, der gerade fast eine New Card, aber das ist mir auch schon oft genug passiert. Naja, im Gegensatz zu der Runde eben war die leider nicht so gut. Und zum Abschluss würde ich sagen, noch die Geschichte des Chariot. Die ist ein bisschen kürzer, deswegen hänge ich es jetzt noch hinten dran. Viel Spaß. Der Chariot Mark 7 war ein Upgrade, um die Cromwell-Panzer weiter nutzen zu können. Zwischen 1952 und 1980 diente er in verschiedenen Armeen in Europa und dem Mittleren Osten. Die Cromwell-Hülle bekam eine neue, weitaus stärkere Kanone. David Fletcher, auch bekannt als Tank Jesus, nannte erstmal den fünftschlimmsten von Großbritannien jemals produzierten Panzer. Er wurde aber auch hauptsächlich von anderen Nationen genutzt, nämlich Kuwait, Österreich, Finnland, Jordanien, Libanon und Palästina. Außerdem wurde er im libanesischen Bürgerkrieg und im Süd-Libanon-Konflikt eingesetzt. Ja, und das war heute Großbritannien 6-3. Ein gar nicht mal so schlechtes Deck theoretisch. Kein Deck, was ich jetzt hier unten nur hinsetzen würde. Aber es ist definitiv spielbar, wenn man auf dem Weg hier durch Rang 4 ist. 6-7 würde auch noch gehen. Danach wird es leider so ein bisschen... Also 6-7 zusammen mit den 6-3ern würde sogar ganz gut gehen. Vor allem, wenn man den Mark 2 hier hat. Ansonsten wird es halt langsam ein bisschen eng mit diesem Rang. Ja, 7-0, wenn man den AFR hat. Aber wie gesagt, 6-3, 6-7 ist ganz gut, wenn man durch Rang 4 hindurch mich um Rang 5 zu erforschen.
Gerne eure Meinung zu diesem Deck in die Kommentare und natürlich auch zu meinem neuen Format oder zu meinem neuen Dings, wie ich das mit dem Video, mit dem Geschichtspart machen möchte in Zukunft. Ich sage bis zum nächsten Mal, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.